Hallo alle miteinander, mein Name ist Christoph, ich bin der Inhaber der Fahrschule Christoph Polacik und Team in Waltrop. Ich möchte euch in diesem Video etwas erzählen zum Einsteigen ins Fahrzeug. Wir stehen hier vor der Fahrschule, also das ist unser normaler Abfahrtsort hier in den Prüfungen und ich sitze im Auto, aber irgendwie muss man da ja reingekommen sein. Und jetzt wird jeder sagen, was muss man denn da bedenken? Da gibt es einiges zu bedenken. Und wen das interessiert, der schaut sich dieses Video an. Viel Spaß dabei. Ja, und zwar beim Einsteigen gibt es einiges zu beachten. In der Regel kontrolliert der Prüfer in der Fahrschule den Führerschein oder ihr trefft euch mit eurer Fahrlehrerin oder eurem Fahrlehrer in der Fahrschule. Und er übergibt euch den Schlüssel und sagt, steigt schon mal ein. Ja, jetzt meint man beim Einsteigen, was soll man da schon falsch machen? Ihr geht von der Fahrschultür über den Bürgersteig und jetzt haben wir auf dem Bürgersteig noch einen Radweg eingezeichnet. Also ganz wichtig, schon mal nach Radfahrern gucken und nicht nur zu der einen Seite, also nicht nur nach links von der Fahrschule aus gesehen, sondern auch nach rechts, denn Kinder dürfen erstens mal auf dem Bürgersteig fahren und natürlich auch auf dem Radweg und die fahren dann eventuell auch in falscher Richtung und auch Erwachsene tun das natürlich. Also immer auf beide Seiten achten, ne? Und wenn dort ein Radfahrer ankommt, dann lasse ich den doch erstmal in Ruhe wegfahren, ne? Bleib also schön stehen, bis der Radfahrer weg ist. Ja, und dann kommt das nächste. Ihr müsst ja nun mal auf die Straße laufen, um auf der linken Seite einzusteigen. Und da lauft einfach nicht achtlos drauf, sondern schaut, ob dort Fahrzeuge ankommen, egal von welcher Seite. Denn es ist ja hier nicht so ganz breit, ne? Also egal von wo jetzt Fahrzeuge kommen, die müssen relativ knapp an unserem parkenden Fahrzeug vorbei. Also warte ich in Ruhe ab, bis von allen Seiten frei ist. Und wenn jetzt zum Beispiel, so wie ich, ne, große Person, zur Tür komme und bemerke, vor mir ist jemand gefahren, der sehr klein ist, dann muss ich die Zeit zum Zurückstellen des Sitzes, ich komme da nämlich gar nicht rein, wenn er sehr weit nach vorne ist, auch noch mitbedenken. Ne? Also wartet immer eine ausreichend große Lücke ab, dass ihr in Ruhe das Auto aufschließen könnt. Meistens kann man es ja heute per Knopfdruck aufschließen, das ist also nicht das Problem. Ne? Aber wenn man jetzt noch ein altes Auto hat, wo man noch die Tür auch erstmal mit dem Schlüssel aufschließen muss, muss man diese Zeit des Aufschließens auch noch mitbedenken und dann halt noch an den Sitz denken. Wenn man noch irgendetwas an Gepäck dabei hat, dann sollte man das halt auch von der rechten Seite erstmal in das Auto legen oder halt in den Kofferraum am besten, da wo Gepäck halt hingehört. Ne? Also da merkt ihr schon, das sind einige Dinge beim Einsteigen in ein Fahrzeug zu beachten. Ne? Also diese Tätigkeit auch nicht so ganz achtlos machen. Ne? Wenn man also vernünftig und gut Auto fahren will, dann gehört da auch das besonnene Einsteigen dazu. Ne? Und so kommt man durch eine Prüfung gut durch, wenn man alle Dinge, die da zu beachten sind, auch gut beachtet und nicht kopflos irgendwie drauf losrennt. Ja, ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder einige Erkenntnisse gebracht und es hilft euch bei der Prüfung und auch in eurem zukünftigen Autofahrerleben. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns auch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder auch Anregungen gerne in die Kommentare schreiben. Wir bleiben dran und melden uns wieder mit weiteren Videos. Fahrt bitte immer vorsichtig und ich sage ciao, bis zum nächsten Video.